Hallo, 30 Freunde. Heute bauen wir einen Fahrzeugkabelbaum, einen abgespeckten, also Fahrzeugbaum, Kabelbaum Light für ein E30 M3 Cabrio, aber nicht für das hier, sondern für dieses Fahrzeug hier. Das soll ja im Sommer jetzt diesen Jahres auf einer Hochzeit eingesetzt werden und da muss natürlich noch ein bisschen was an dem Fahrzeug leuchten. Im Moment haben wir hier nur einen Antriebskabelbaum drin, das heißt, das Ding fährt und bremst, aber es blinkt nicht, es gibt kein Abblendlicht, kein Rücklicht und so weiter, keine Fensterheber. Und heute ist also die Aufgabe, dass ich mir hier aus einem alten E30 Fahrzeugkabelbaum jetzt was Schlankes zurecht designe, mit ein paar Relais, ein paar Sicherungen, möglichst schlicht. Ich zeige euch auch gleich, warum wir da jetzt nicht den gesamten Kabelbaum wieder einbauen werden vom E30. Ja, und das ist halt so ein bisschen der Job, dass das Teil quasi dann zu meinem Kollegen gehen kann, der hier noch ein paar weitere Arbeiten durchführen wird. Aber ein bisschen Elektrik, also ein bisschen Licht wollte er schon vorher haben. Okay, wir schauen mal, warum wir hier keinen ganzen Kabelbaum mehr verbauen möchten oder können. Wir haben halt hier die Problematik, dass der Bremskraftverstärker massiv versetzt ist in dem Bereich, wo sonst der Sicherungskasten auch sitzt. Ich vermute fast, man könnte ihn sogar noch hier leicht abgespeckt wieder einbauen. Aber will ich gar nicht, das Teil ist ja sowieso ein Showcar. Das heißt, mir reicht es ja aus, wenn es hier rudimentäre elektrische Funktionen gibt. Also Blinker vorne und Abblendlicht. Nebelscheinwerfer brauche ich nicht unbedingt. Elektrolüfter muss natürlich funktionieren. Dann haben wir im Innenraum auf jeden Fall noch einen Kabelbaum zu bauen für die Fensterheber. ZV würde ich sagen, ist auch obsolet. Bisschen Musik bauen wir noch ein, aber das ist nur so, dass es hier quasi verschlossen ist. Das Cockpit vom E38 lassen wir einfach erstmal drinne. Zündschloss, da können wir uns vielleicht auch noch was Besseres überlegen. Handschuhfach bauen wir quasi dann wieder ran, damit da diese Kabel alle verschwinden. Ja, mehr braucht es dann hier erstmal gar nicht. Und hinten ist es relativ einfach, Bremslicht und Rücklicht umzusetzen. Da gibt es ja quasi schon im Antriebskabelbaum entsprechende Leitungen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch Abblendlicht und Blinker, dass das erstmal soweit funktioniert. Dann kann dieser Wagen ja mit roten Kennzeichen im Straßenverkehr auch bewegt werden. So, ich habe jetzt hier mal bei mir rumgewühlt, was ich so rumliegen habe. Erst dachte ich, dass das hier der Kabelbaum wäre, den wir dafür nehmen können hier. Aber ich habe schon gesehen, verdächtige Stecker, nämlich die hier. Das ist ja Rückleuchte nach Facelift. Und der sieht auch nicht so richtig vollständig aus, weil das ist, glaube ich, der Kabelbaum, der tatsächlich aus diesem Auto stammt. Der ist auch zum Teil mitlackiert worden. Ne? Und deshalb, denke ich mal, wird das schon der richtige sein. Und der sieht ja auch wirklich ziemlich tot aus. Das heißt, der ist optimal zum Ausschlachten. Und der müsste auch aus dem Cabrio sein. Das heißt, viermal Fensterheber. Das Teil werden wir jetzt mal ausbreiten auf dem Garagenboden und dann mal gucken, was wir davon verwenden werden. Das ist also hier der gesamte Fahrzeugkabelbaum von einem E30 325i Cabrio vor Facelift. Das Ding hat auch ABS, deshalb ist da auch noch ein bisschen mehr drin als vielleicht bei anderen Fahrzeugen. Ja, ich habe den aber ein bisschen so auseinandergezogen, sortiert sozusagen und dabei ist mir schon sämtliche Kabelummantelung hier abgefallen. Das heißt, der ist eigentlich optimal zum Ausschlachten und zum Verdünnen, weil den hätte man jetzt, bevor man den verbauen würde, sowieso nochmal komplett prüfen müssen, vielleicht ein paar Stecker erneuern müssen und dann noch einmal komplett umwickeln müssen. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man das zu steif wickelt, dann passt das nicht mehr ins Auto rein, haben wir alles schon erlebt. Das heißt, gar nicht so trivial. Na, wir fangen mal vorne an. Also Sicherungskasten ist ja, denke ich mal, soweit offensichtlich. Und dann gehen diese Leitungen hier alle weiter nach vorne. Da haben wir also hier schon unseren Stecker fürs ABS. Hier auch ein Sensor. Das ist, glaube ich, Bremsbelagsverschleißanzeige. Hier irgendwas abgeschnittenes. Wahrscheinlich Füllstand für Bremsflüssigkeit, behaupte ich einfach mal. Das wüsste ich erstmal nicht. Könnte fast noch Airbag sein, aber glaube ich nicht wirklich. So, dann haben wir halt hier schon unsere Stecker für die ersten Scheinwerfer. Auf jeden Fall haben wir hier diese charakteristische und auch sehr anfällige Masseverbindung vorne rechts. Naja, und hier halt entsprechend die Scheinwerfer. Dann passen also die vorderen Stecker vermutlich nicht an meine DE-Scheinwerfer ran. Das heißt, vielleicht müssen wir den vorderen Bereich dann doch aus dem Nach-Facelift-Kabelbaum nehmen, dann hätte der auch noch hier seine Dienste geleistet. Dann haben wir hier diese Verbindung, wo der E30 seinen Strom kriegt vom Pluspol. Ein Kabel davon ist rein fürs ABS da. Also die meisten Fahrzeuge haben ja auch nur einen Anschluss, der zweite ist ABS. So, dann haben wir den
E30 Motorstecker, dann geht das jetzt hier alles in den Innenraum rein. Ja, vermutlich, denke ich mal, würde das Ding sogar noch irgendwie ins Auto reinpassen. Aber ich glaube, so viel Kupfer möchte ich da gar nicht mehr spazieren fahren. Ja, ABS kann komplett raus. Das Relais gehört, glaube ich, auch noch zum ABS dazu. Dann haben wir hier Zündschloss, Bremslichtschalter hier unten, Taro, hier diese beiden Stecker. Auf jeden Fall geht es dann hier rüber zum Schalter für die Beleuchtung. Das kommt mir wieder bekannt vor hier. Dann haben wir hier den Übergang in die Tür rein. Das heißt, hier unten müsste auch ZV und sowas alles sitzen. Also das sieht hier nach ZV aus. Vielleicht das Relais von der ZV. Das ist hier das Komfortrelais, was dafür sorgt, dass die Fensterheber bei offener Tür gehen und bei Zündung an. So ein Special Relais quasi. Und dann geht es jetzt hier nach hinten über mehrere Stränge. Wir können ja mal mit diesem Strang hier anfangen. Der geht hier dann vermutlich über die Mittelkonsole noch auf die andere Straßenseite rüber, weil das sind nämlich die Schalter hier für die Fensterheber. Und hier ist nämlich auch die andere Tür, der andere Türkontakt. Das heißt, das können wir eigentlich mal ein bisschen anders packen. Das geht sozusagen dann auf die andere Straßenseite rüber und verbindet da die andere Tür. Hier haben wir aber schon mal die ganzen Anschlüsse für die elektrischen Fensterheber. Das heißt, das brauchen wir nachher alles. Hier ist auch nochmal ein Stückchen Fensterheber. Und dann geht es weiter nach hinten. Das ist also ZV, würde ich sagen. ZV hier für Kofferraum und dann nochmal ZV am weitesten entfernt für den Tankdeckel. Damit haben wir also auf der linken Seite hier Fensterheber, Tankdeckel und solche Dinge. Und hier geht es halt rüber zu der anderen Türseite. So, der mittlere Strang, den wir hier haben, also der hier, der hat dran eine Lautsprecher hinten. Dann hier Check Control, die sitzt ja da hinten hinter dem linken Lautsprecher. Hier geht es dann runter zur Bremsbelag, Verschleißanzeige oder ABS. Mal gucken. Das ist hier die Benzin-Vorförderpumpe, würde ich behaupten. Also auch alles, was dann wieder aus dem Fahrzeuginneren rausgeht. Brauchen wir alles nicht, haben wir ja schon längst verkabelt. Dann hier dieses Relais für diese völlig unwirksame Gebläse-Geschichte da hinten an der E30-Heckscheibe, Cabrio-Heckscheibe. So, dann geht es hier zu den Rückleuchten tatsächlich. Dann haben wir hier noch ein bisschen Kennzeichenbeleuchtung am Start. Und hier noch was. Ach ja, das wird dann der Kofferraumdeckel sein. Ne, das lange Ding hier. Passt soweit. Dann haben wir den mittleren Strang soweit auch klar. Gucken wir, was hier noch weiter rechts war. Das hat sich hier auch komplett von der Ummantelung schon getrennt. Das geht also hier auch zur Mittelkonsole. Das ist hier der Anschluss für Rückwärtsgangschalter. Beleuchtung, Handbremse, dann wird sie etwas unübersichtlich und endet dann quasi unten am Diff, Tanksensor, Bremsbelagsverschleißanzeige oder ABS-Sensor. Beides endet ja dann da hinten rechts. Was das ist, weiß ich im Moment noch nicht, aber werde ich rauskriegen. Das gibt es zweimal. Wo war der andere davon? Egal. So, naja, dann haben wir hier auf jeden Fall einen Überblick. Das heißt, das Teil müssen wir jetzt ein bisschen zurechtstutzen und uns überlegen, was wir davon noch behalten wollen und was nicht. Also was wir auf jeden Fall übernehmen, ist natürlich hier die ganze Zuleitung zu den Rückleuchten. Das Relais verschüttet auf jeden Fall. ZV lassen wir erstmal auch außen vor. Türkabelbäume sehe ich im Moment auch noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir hier die Fensterhebermotoren angeschlossen bekommen. Kriegen wir bestimmt gebacken. Ja, und vorne müssen wir uns also einfach einen anderen Kabelbaum suchen für die moderneren DE-Scheinwerfer, weil das ist hier offensichtlich noch Vorfacelift ohne DEs. Jetzt habe ich den zweiten Kabelbaum, den ich noch hatte, auch nochmal auseinandergezogen und musste feststellen, dass es doch ein kompletter Kabelbaum ist, nicht bloß ein halber. Hier liegt also der vom Vorfacelift Cabrio und da liegt jetzt der andere 30 Fahrzeug Kabelbaum und ich zeige euch mal die Unterschiede und dann gucken wir mal, was das überhaupt für einer sein könnte. Mal sehen, ob wir das jetzt anhand der Stecker rauskriegen. Also Sicherungskasten ist ja easy, ne? Stromversorgung ist auch klar. Der hat also die richtigen Stecker für die neueren Scheinwerfer, für die E-Scheinwerfer. Hier die vielen kleinen Plastikstecker. Das ist also definitiv nach Facelift oder technisches Facelift auf jeden Fall. Dummerweise hat er auch wieder ABS am Start. Deshalb auch dieser große Stecker hier. Das ist aber erstmal nicht so dramatisch. Grundsätzlich ist dieser Kabelbaum vom Zustand her deutlich besser. Hier ist nämlich noch was von der Isolierung zu erkennen und die ist nicht schon komplett weggebröselt. So, ansonsten haben wir hier den Scheinwerfer, also diesen Lichtschalter, Übergang zum Innenraum und so weiter.
Das ist erstmal alles soweit unkritisch. Ansonsten haben wir hier halt die Anschlüsse hinten Differential, schon der neuere Stecker, Tankgeber, Benzinpumpe, alles minimal modernisierter, aber grundsätzlich ähnlich. Wir haben halt diese Nachfacelift-Rückleuchten hier, diese Stecker, auch soweit klar. Was ich jetzt nicht sehe, ist, ich sehe nirgends ZV, was aber hier schon wieder kurios ist. Das ist also auch einer aus dem Cabrio, weil wir haben wieder dieses Relais für dieses Heckscheibengebläse, was nur das Cabrio hat. Das dafür spricht auch, dass die Check-Control-Stecker hier an der Seite sind. Das heißt, Cabrio auf jeden Fall, ne? Check-Control beim Cabrio sitzt ja woanders. Das ist ja alles dieser ganze Bereich dort. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen sehr schlanken Cabrio-Kabelbaum, aber irgendwas ist doch hier faul, weil wir haben keine ZV und keine Fensterheber an Bord. Jetzt habe ich mir nochmal meinen anderen Kabelbaum angeschaut. Und tatsächlich ist dieser ganze Abzweig hier mit den Türkabelbäumen und ZV und so weiter nur mit wenigen Kabeln hier verbunden mit dem Hauptkabelbaum. Und ja, die schlechte Nachricht ist, dass dieses quasi bei dem Kabel einfach abgeschnitten wurde. Hier sieht man nochmal diese Verbindung. Ließe sich wieder reparieren, gar keine Frage. Aber ja, ich denke mal, den können wir guten Gewissens dann doch ausschlachten, den Kabelbaum. Weil ja, so ist der auch wertlos ohne diesen zweiten Teil, den man noch quasi bräuchte. Also den kann man jetzt nicht ohne weiteres ein anderes Auto wieder einbauen. Das heißt, den schlachten wir jetzt aus, holen uns die ganzen vorderen Stecker, soweit wie wir sie brauchen. Und ich glaube, vom hinteren Bereich brauchen wir fast nichts. Tja, wie ihr seht, hier diese Ummantelung, die fällt einfach ab. Die kann man komplett werkzeuglos entfernen, einfach ein bisschen dran schütteln, übertrieben gesagt. Und dann fällt hier diese Ummantelung ab. Ich habe jetzt hier den ersten Teil schon rausoperiert, und zwar ist das der Fensterheberkabelbaum. Hier haben wir unsere vier Schalter, da vorne die Stromversorgung, hier dann die Ausgängrichtung der Motoren, und das ist jetzt quasi schon vollständig separiert. Hat also vorne nur noch den Anschluss für einen von den Motoren, das können wir mal kurz wegnehmen hier, und ansonsten halt Plus und Minus. Das Grüne ist hier der Stecker, der normalerweise in diese Zusatzausstattungsdose da reinkommt. Dann haben wir hier noch die Masse rumliegen. Und das würde jetzt hier schon komplett autark funktionieren. Müssen wir natürlich uns überlegen, wie wir das anschließen. An Dauerplus kann man es nicht klemmen, sonst leuchten die ganze Zeit die Schalter, werden Schweine warm. Wir müssen es also schon fensterhebermäßig oder türoffen ansteuern oder halt über Zündung. Da gibt es ja das gute Komfortrelais, wo habe ich es hingeschmissen. Das können wir versuchen wieder einzubauen. Hier liegt's. Und das sorgt dann dafür, dass der Fensterheber sowohl funktioniert bei Zündung an, als auch bei Tür auf. Und das kriegen wir bestimmt auch wieder offline quasi gelöst. Nächster Step ist jetzt hier Rückleuchtenkabelbaum. Habe ich hier schon ein bisschen angefangen. Auch den werden wir versuchen, so weit wie möglich, also die Steckerverbindungen, also die Kabel zu den Rückleuchten, werde ich so weit wie möglich hier raustrennen. Ich vermute, die gehen bis zum Sicherungskasten. Da schneiden wir die jetzt ab, sodass wir die Stecker für die Rückleuchten quasi autark haben. Jetzt habe ich hier den nächsten Teil rausoperiert, und zwar den Teil für die Rückleuchten. Da hat ja der Vorfacelift hier diese Stecker hier. Und ja, habe ich erstmal den Kabelverlauf entsprechend verfolgt. Dann geht's hier zum Check-Control-Gerät. Da enden dann hier die beiden Leitungen für die Bremslichter und auch für das ganz normale Rücklicht. Ansonsten gibt's hier diese auffälligen Kabel, die etwas dicker sind. Die sind für den Blinker zuständig. Die werden natürlich vorne im Fahrzeug noch massiv aufgeteilt. Da geht es ja zum Warnblinkschalter, zum Sicherungskasten, zum Relais, zum Cockpit, um da die Kontrollleuchten anzusteuern. Also ich denke mal, Blinker wird auch hier am Ende die meiste Arbeit machen. Das ist hier das Kabel für den Rückwärtsgangschalter. Geht einfach nur über das Getriebe zur Lampe hinter. Und das ist hier das Nebellicht. Ansonsten haben wir hier natürlich noch eine Masseverbindung. Und wir haben die Standlicht-Masseleitungen hier noch dran und die Plusleitungen entsprechend hier. Die gingen also auch bis zu Check-Control. Und aufgrund der Check-Control ist jetzt relativ viel Kupfer in dem Auto drin. Das werde ich jetzt bei mir alles weglassen. Das heißt, hier die Standlichtbirnen können direkt angeschlossen werden hier ans normale Rückfahrlicht. Und auch diese doppelte Verlegung von Bremslicht und normalem Rücklicht, das kann man natürlich auch auflösen hier und dann jeweils nur ein Kabel verlegen. So, jetzt kümmern wir uns mal um den vorderen Bereich des Kabelbaums, also für die vorderen Scheinwerfer. Ich habe hier einfach mal testweise einen Scheinwerfer angesteckt, damit wir wissen, welche Stecker wir brauchen. Der gelbe ist hier also Abblendlicht, blau-gelbes Kabel. Das heißt, das brauchen wir auf jeden Fall. Dann haben wir hier Standlicht. Das ist hier grau-weiß.
mit schwarzem Stecker, Fernlicht haben wir hier noch mit blau-weiß. Das hier geht rüber zum ABS oder Bremsbelagsverschleißanzeige, keine Ahnung. Das hier ist, glaube ich, der Waschwasserbehälter. Ansonsten haben wir hier den Blinker dran mit dem bekannten Kabel von hinten schon mit dem blau-schwarz und drüben dann blau-rot. Blinker ist beim M3 aber anders ausgeführt, da brauchen wir gar keinen Stecker vorsehen. Da guckt nämlich hier aus dem, ist Nebelscheinwerfer. Gucken wir mal, was hatte mein M3, der hat hier den alten Stecker noch. Das heißt, bei dem Blinker müsste man eigentlich aus dem alten Kabelbaum hier nochmal was raus operieren, wenn es denn einigermaßen gut aussieht, aber diese Stecker sind auch stark korrosionsgefährdet. Dann kommen wir jetzt mal hier zu unserem selektierten Kabelbaum für die Frontscheinwerfer, also aus mehreren jetzt zusammengesetzt, Vor-Facelift und Nach-Facelift. Für die Beleuchtung habe ich jetzt hier die Nach-Facelift-Stecker besorgt, damit wir Abblendlicht, Fernlicht und Standlicht anschließen können. Und aus dem alten Kabelbaum habe ich jetzt hier diesen Stecker rausselektiert, der auch tatsächlich noch relativ gut aussieht. Für den Blinker, das hat ja der M3 so. Und das sind hier die Stecker für die Nebelscheinwerfer. Auch das ist hier bei meinem M3 entsprechend das Steckermodell. Das gleiche aber nochmal auf der anderen Seite. Und damit sind wir vorne soweit safe. Die ganzen Steuerleitungen, also was nicht Masse ist, gehen dann entsprechend irgendwie zum Sicherungskasten. Und da würde ich dann entsprechend mit Relais und Sicherungen arbeiten. Ich zeige euch mal, wie ich mir das hier so vorgestellt habe. Und zwar würde ich hier diesen Sicherungskasten aus so einem moderneren Motorkabelbaum hier entnehmen. Sowas ist zum Beispiel beim M62 verbaut und auch beim M52 TÜ, würde ich behaupten. Die sind aber meistens sehr stark korrosionsgefährdet. Der sieht noch richtig gut aus, deshalb nehmen wir den auch hier. Hier kann ich also 5 Sicherungen reinstecken und entsprechend mehrere Sachen absichern. Und da sichern wir uns natürlich Fernlicht, Rücklicht und so weiter einzeln ab. Dann nehmen wir hier 4 Relais-Steckplätze, die man auch schön ineinander klipsen kann. Die würde ich dann unterm Armaturenbrett oder mal schauen wo befestigen. Hier habe ich nochmal so eine Halterung aus dem E39, wo man diverse Plätze findet, um so ein Relais entsprechend hier anzustecken. Gucken wir mal, wie wir das Teil nachher zurecht schnippeln und verwenden. Ansonsten gehen wir dann hier quasi auf Dauer Plus. Das haben wir ja auf der Beifahrerseite bei unserem V12 Cabrio. Und im Moment gehe ich hier von 4 Relais aus. Fernlicht ist ja klar. Nebelscheinwerfer werden wir mal mit verkabeln. Abblendlicht und Rückfahrlicht, was normalerweise kein eigenes Relais hat, werde ich mal trotzdem bei mir vorsehen, weil ich glaube, dass bei mir aus dem V12 Antriebskabelbaum nichts Belastbares rauskommt für das Rückfahrlicht. Ja, ansonsten werden wir auch den originalen Schalter wieder verwenden, da bin ich hier gerade am Reverse-Engineeren, was der hier für eine Pin-Belegung hat, wann der hier was für eine Zustände hat. Und dann können wir ganz normal hier das Standlicht und das Abblendlicht anschalten, Nebelscheinwerfer dazu schalten, hintere Nebelscheinwerfer müssen wir mal schauen, da habe ich noch eine andere Idee, wie wir das machen. Und dann sind wir mit Licht, denke ich mal, mit dieser Konstellation Sicherung, Relais und Ansteuerung eigentlich total safe, da brauche ich mir nicht mal was aufzeichnen. Viel spannender wird es hier schon bei dem Blinker. Da haben wir ja doch eine etwas kompliziertere Verschaltung. Wir haben unseren Schalter, der den Blinker nach links und rechts ermöglicht. Hier das Blinker-Relais, aber auch der Warnblinkschalter vom E30, der ist da noch in der Schaltung mit drin. Ich habe mir die jetzt erstmal in einem Schaltplan angeschaut und ich gucke dazu gerne auf die englischen Schaltpläne. Gucke, ob ich den hier gerade mal finde. Und hier haben wir jetzt quasi die amerikanische Version. Es stimmen leider hier nicht alle Kabelfarben, aber auf jeden Fall kann man hier das Grundprinzip relativ gut erkennen, weil auch von dem Schalter das Innenleben ganz gut dargestellt ist. Und auf jeden Fall habe ich es jetzt schon mal soweit analysiert und provisorisch hier mal auf dem Boden hingebaut. Das heißt, wir haben hinten die Rücklichter angesteckt und vorne auch ein paar Blinker. Und das ist jetzt hier dieser Schalter aus dem E30 Lenkradstock sozusagen. Und genau genommen braucht er tatsächlich nur 4 Kabel, damit es funktioniert. Also das sind hier schon die Ausgänge Richtung Blinker links und rechts. Das sind ja die charakteristischen Kabelfarben blau-rot und blau-schwarz. Ansonsten brauchen wir noch eine Masseverbindung. Die habe ich mir mal von hinten schnell geholt. Und müssen eigentlich nur Zündplus hier ranlegen, nämlich dieses grün-lila Kabel. Und wenn wir jetzt den Blinker betätigen, dann gucken wir, wie das hier geht. Zack. Dann fängt es ja schon fleißig an zu blinken. Wir brauchen also auch nicht zwingend eine Kontrollleuchte verkabeln. Ich hätte gedacht, dass die Frequenz jetzt auch schlechter ist oder zu schnell ist, aber die ist genau perfekt. Das heißt, mit dem Blinker, das war jetzt doch viel einfacher als gedacht. Das heißt, diesen Blinkerkabelbaum, das Problem haben wir eigentlich so hier schon mal gelöst. Ja, jetzt würde ich sagen, bauen wir uns diese ganzen Relais hier zusammen mit den Schaltern.
Und dann würden wir das auf dem Fußboden entsprechend hier alles erstmal zusammenstecken und testen. Und dann kann das eigentlich alles ins Auto reinwandern. Der hintere Kabelbaum hier zu meinen Scheinwerfern, den habe ich jetzt hier soweit mal analysiert. Und ja, hatte ja vorhin schon mal gesagt, dieses grün-gelbe und das grün-blaue Kabel, das müsste Bremslicht sein. Und wie ihr seht, leuchten da auf beiden Seiten die Nebelscheinwerfer mit. Das liegt daran, dass tatsächlich bei diesem Scheinwerfer schon eine Modifikation vorgenommen wurde, die wir früher gerne gemacht haben, nämlich da eine Brücke gemacht zwischen Bremslicht und Nebel. Das kann eigentlich aus meiner Sicht so bleiben. Das sind jetzt also zwei bzw. drei Kabel, die für diese eine Funktion nach hinten gehen. Die könnte man also eigentlich direkt zusammenfügen. Müssen wir halt nur ein bisschen mit den Stromstärken aufpassen. Das sind ja 4 x 21 Watt Birnen, also 84 Watt zusammen durch 12, also 7 Ampere fließen da jetzt über diese Leitungen. Wenn wir jetzt also das hier, diese Kabel zu einer Leitung zusammenfassen, dann müssen wir halt entsprechend einen ordentlichen Querschnitt wählen, der locker bei 1 Quadrat liegen soll, nach der Liste, die ich gefunden habe, besser vielleicht bei 1,5 Quadrat. Und dann könnte man das so lassen oder wir bauen das auf LED um, das wäre auch noch denkbar, dass wir da einfach 4 LEDs einbauen und dann ist die Stromaufnahme, ja, ich glaube nur noch ein Viertel sowas in der Art. Und dann könnte man auch eine von diesen Leitungen hier beibehalten. Weil es so ein Schoker ist, werde ich mal 4 LEDs bestellen. Mal gucken, wie so die Ausleuchtung ist, ob das dann gut funktioniert. Ansonsten haben wir ja hier dieses grau-blaue und das grau-grüne Kabel. Die machen also das ganz normale Rücklicht. Da ist so eine 5 Watt, ach nee, eine 10 Watt Birne drin, links und rechts. Und da können wir natürlich das Standlicht gleich in der Mitte mit anschließen. Also nicht das Standlicht, sondern das Kennzeichenlicht. Und da habe ich mal auf der einen Seite eine ganz normale Glühbirne, auf der anderen Seite eine LED-Birne. Ja, müssen wir mal gucken. Auch da könnte man natürlich auf LED umbauen. Auch das, diese vier Kabel hier in Summe, ja, kann man natürlich hinten am Scheinwerfer direkt zu einem zusammenführen. Und dann hier jede Menge von dem Kupfer, was ihr hier seht, entsprechend ja, reduzieren, dass nach vorne dann nicht mehr so viele Leitungen gehen. Ja, Freunde, damit das Video nicht zu langweilig für euch wird, würde ich den V12 nochmal starten. Der muss ein Stück da hinten geschoben werden, damit ich besser rankomme. Ich würde jetzt den Kabelbaum nämlich ins Auto so ein bisschen reinlegen und mal die Längen so ein bisschen ermitteln. Und das Startgeräusch von dem V12 ist ja relativ legendär. Ich denke mal, das wollt ihr gerne nochmal hören. Mal sehr anspringend, ob da Benzin drin ist, Batterie noch was sagt. Ich weiß ja nicht, ob ihr noch einen schöneren Motorraum kennt, aber der V12-Motor, der sieht einfach richtig Hammer aus hier. Voll symmetrisch, schön diese dicken Ansaugrohre. Das sieht einfach cool aus. Der Motorraum ist super ausgefüllt. Alles wirkt doch noch nicht so krass überladen. Ne? Also man kommt auch besser an bestimmte Dinge ran als im E38. Also diese Zündkerze ist durchaus hier erreichbar, was beim Sima, wo der Motor rausstammt, nicht so einfach war. Ist noch nicht ganz fertig hier. So ein paar Dinge sind noch hier zu tun. Ne? Das ist hier noch nicht richtig abgedichtet, hier zum Luftfilterkasten hin, aber auch nicht richtig dramatisch. Laufen tut das Teil grundsätzlich. Lief zuletzt vor 1,5 Jahren, würde ich mal behaupten, oder vielleicht auch vor einem Jahr. So, ansonsten haben wir ja schon 1000 Mal gezeigt, das Teil in die Recaro LS-Sitze. Hier aus Gag mal ein graues Leder, M-Technik 1 Lenkrad drinne, Schaltung hier vom E38 übernommen. Türpappen habe ich mir mal ein paar gebastelt, die ein bisschen anders sind, hier mit so einem schicken Doorboard. So, na dann würde ich sagen, Startversuch und dann schieben wir die mal 2 Meter weiter hinter. So, ich lasse jetzt noch ein bisschen frische Luft wieder rein hier. Hat er doch ein bisschen gequalmt, auch ein bisschen Ölfahne gegeben beim ersten Start. Ja, ich mache mit dem Kabelbaum weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann ist er hoffentlich fertig und zeige euch das Endergebnis.